Heute grinse ich eigentlich nur noch innerlich und sage, für mich ist einfach klar, die kriegen kein Geld mehr von mir. Ich habe mein ganzes Leben fast damit kaputt gemacht, war so tief unten. Früher war er oft unterwegs, ja, nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen oder auch mal länger nicht nach Hause gekommen, 2, 3 Tage unterwegs gewesen, eben weil er sich nicht mehr getraut hat, nach Hause zu kommen. Man hat ja nie aufgehört, das ist ja das Problem. Für mich war klar, wenn ich jetzt für mich so weitermache, dann brauche ich 2, 3 Monate und dann liege ich in der Gosse. Okay. Jetzt bitte. Drehen Sie sich nochmal zur Spielhalle ein, genau. Und ab jetzt 5 Sekunden. Dankeschön. Los geht's. Okay, auf Geld schauen. Und wegstecken und weggehen. Heute grinse ich eigentlich nur noch innerlich und sage, für mich ist einfach klar, die kriegen kein Geld mehr von mir. Ich habe mein ganzes Leben fast damit kaputt gemacht, war so tief unten. Irgendwelche Lügen lässt man sie einfallen, um wieder an Geld dranzukommen. Und man belügt den Partner, man belügt alle, nur um an Geld dranzukommen und wieder spielen zu gehen. Heute lebe ich wieder. Es war früher nicht dran zu denken, dass ich mich mal irgendwie in die Stadt setzen könnte und einen Kaffee hätte trinken können, weil die 2 Euro hätten mir ja gefehlt. Da hätte ich dann gesagt, nee, trinkst du lieber keinen Kaffee, dann gehst du lieber mit dem Geld und probierst es.
Und dann können Sie beginnen. Das ist ganz schön. Bitte schön. Ja, Hobbys und Ablenkungen sind ganz wichtig. Man braucht eine Tagesstruktur. Wenn wieder Langeweile einkehrt, dann ist der Weg zurück in die Spielsucht ganz schnell. Und deshalb habe ich auch in der Schule angefangen. Für kleines Geld, aber Hauptsache, ich bin tagsüber beschäftigt und habe dann den Abend. Dann gehe ich viel mit dem Hund und wir beiden unternehmen was. Aber wenn ich jetzt keine Tagesstruktur mehr hätte und würde wieder den ganzen Tag zu Hause hier sitzen, dann ist nur eine Frage der Zeit, wenn ich wieder spielen gehen würde. Probier mal. Gut. Ja, schön. Okay. Ja, es ist ein Glücksgefühl. Man hat dann was gewonnen und man denkt, es geht immer weiter so. Ja, und dann kommen die ersten Verluste, man versucht sie wieder reinzuholen. Und dann wird es immer mehr. Dann fängt die Lügerei an. Dann fangen die Überlegungen an, wo kriege ich Geld her, dass ich es wieder probieren kann. Und irgendwann kommen sie gar nicht mehr da raus, weil es ist dann schon so viel den Bach runtergegangen und man versucht immer wieder das wieder rauszuholen, was aber nie funktionieren wird. Und der sämtliches Zeitgefühl ist weg. Dann interessiert dich also sowas bei mir um mich herum überhaupt nichts. Könnte eine Bombe in der Luft fliegen, wäre auch uninteressant. Hauptsache ich habe meine Automaten und kann da reinschmeißen.